Die Kurzgeschichte mit dem Titel Das Gewitter stammt aus der Feder von Wolfgang Borchert. Sie erschien 1949, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Werk aus der Trümmerliteratur thematisiert die Bombardierung Hamburgs. Die anfängliche Stimmung der Geschichte ist bedrückend, denn über der Stadt braut sich ein Gewitter zusammen. Eine Frau und ein Mann suchen in einem Hausflur Unterschlupf, während draußen das Gewitter niedergeht. Gleichzeitig kriechen an der Hauswand zwei Schnecken aufeinander zu. Die Frau unternimmt derzeit einen Annäherungsversuch, doch als der Mann diesen erwidert, nimmt die Frau reißaus. Der Mann bleibt ratlos zurück. Als er die beiden Schnecken entdeckt, nimmt er eine und setzt sie wieder an den Punkt auf die Hauswand zurück, welchen sie eine Stunde zuvor passiert hatte. Danach verzieht das Gewitter und die Nacht bricht herein. In diesem Video sollen die Erzählperspektive und die Allegorie der beiden Schnecken untersucht werden. Des Weiteren möchten wir zeigen, wieso die Kurzgeschichte der Trümmerliteratur zugeordnet wird und auf welchem historischen Ereignis sie beruht. Die Ereignisse werden durch einen neutralen Erzähler geschildert. Zu Beginn wird das Treiben einer Stadt beschrieben. Aufgrund dieser Textstelle, die Alster erbleichte und starrte wie ein furchtvolles Tier zwischen den Häusermassen zum Himmel, ist zu vermuten, dass es sich hier um Hamburg handelt, wo Wolfgang Borchert seine Kindheit verbrachte. Sie sah das Unanwendbare auf sich zukommen und sie erbleichte, dass es aussah, als hätten 100.000 Fische plötzlich ihre Bäuche nackt nach oben gekehrt. Die Kirchtürme waren ganz nah und wie nackt. Die Stadt duckte sich. Die Vogelperspektive zu Beginn der Kurzgeschichte ist in dieser Textstelle gut zu erkennen. Sie erinnert an ein Flugzeug, welches die Stadt überfliegt und das Geschehen schildert. In Bezug auf den Zweiten Weltkrieg liegt eine Verbindung zu den Bombardierungen Hamburgs nahe. Die Piloten beobachteten von oben, wie der Bombenhagel auf die Stadt niederging. Dennoch zeigten sie kein Mitleid. Der Hass auf den Feind machte sie gefühlskalt. Sie müssen sich weder vor sich selbst noch vor jemand anderem verantworten, denn die Piloten befolgen nur ihre Befehle. In der gleichen Weise nimmt der neutrale Erzähler keinen Anteil an der Geschichte. In der Kurzgeschichte kommen auch zwei Schnecken vor. Diese kleben an einer Hauswand und kriechen während 6 Stunden aufeinander zu. Sie kommen sich immer näher, doch keine der Schnecken will ausweichen. Als sie sich treffen, schlägt ein Fenster zu und der Mann setzt die eine Schnecke dorthin zurück, wo sie sich noch vor einer Stunde befand. Die beiden Schnecken hinterlassen auf der Wand eine silbrige Schleimspur. Die Schnecken repräsentieren unserer Meinung nach auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite die Sowjetunion. Die 6 Stunden repräsentieren die 6 Jahre des Zweiten Weltkriegs. Während dieser Zeit rücken die beiden Großmächte von 2 Seiten gegen Deutschland vor. Am Ende des Kriegs schlägt das Fenster zu. Berlin ist erobert und die Alliierten werden wieder in ihre Besatzungszone zurückgesetzt. Der silbrige Strich steht für die Säuberung Europas, denn Silber wirkt reinigend und somit wird Europa von den Nationalsozialisten befreit. Kommen wir nun zur Literaturströmung, welcher diese Kurzgeschichte angehört, der Trümmerliteratur. Die Kurzgeschichte verarbeitet die Bombardierung Hamburgs. Schon das legt nahe, dass die Kurzgeschichte Teil der Trümmerliteratur ist. Darunter versteht man die deutschsprachige Literatur, welche nach Ende des Zweiten Weltkriegs aufkam. Sie behandelt die Rückkehr aus dem Krieg und die zerstörten Verhältnisse im Nachkriegsdeutschland. Wolfgang Borchert gilt als einer der Hauptvertreter dieser Epoche.
Außerdem ist die Kurzgeschichte eine beliebte Form der literarischen Ausdrucksweise dieser Zeit. Borchert hatte selbst eine starke persönliche Bindung zu Hamburg, denn er wuchs dort auf. Im Zweiten Weltkrieg musste er in der Wehrmacht dienen. Und kurz nach der Bombardierung kehrte er in seine Heimat zurück und fand Hamburg völlig zerstört vor. Dies war auf intensive Luftangriffe der Amerikaner und Briten zurückzuführen. Vom 24. Juli bis zum 3. August 1943 flogen die Alliierten insgesamt 7 Angriffe auf Hamburg. Die Stadt war als bedeutender Marinehafen ein wichtiges Ziel und wurde hart getroffen. Diese Ereignisse und die persönliche Beziehung zur Stadt haben Wolfgang Borchert wahrscheinlich veranlasst, die Kurzgeschichte zu verfassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann haben wir in der Videobeschreibung die Kurzgeschichte verlinkt. Herzlichen Dank fürs Zusehen.